Servus Leute, was geht? Ich bin Sascha. Willkommen zum neuen YouTube-Video. Ihr habt fleißig abgestimmt und zwar das, was am RSQ 8 gemacht werden muss. Heute ist der Tag gekommen und wir werden heute Downtouch verbauen. Viel Spaß mit dem Video. Leute, wie erwähnt, habt ihr fleißig abgestimmt und habt gesagt, was wir umbauen sollen am RSQ 8. Tendenziell muss ich ja sagen, sieht sowieso schon top aus, steht super da. Man muss gar nicht so viel machen bei dem Auto und das sage ich jetzt als Tuning-Freund, weil der eigentlich schon serienmäßig echt top dasteht. Wir werden jetzt aber dennoch was machen und zwar geht es ums Thema Leistung und Sound, das was wir alle gerne haben wollen und ich bin mir sicher, der ein oder andere wird es auch richtig abgestimmt haben. Wir kümmern uns heute nämlich um die Downpipes beim RSQ 8. Laufen wir einmal kurz vor und schauen uns das mal kurz von vorne an. Motor und alles, das schauen wir uns eh gleich an beim Außeneinbau von dem Ganzen. Aber ihr habt ja hier beim RSQ 8 einen V8 Biturbo und im heißen V habt ihr oben praktisch die Downpipes drin. Sprich, ab dem Turbolader entsprechend die Verrohrung nennt man ja die Downpipes. Und in den Downpipes sitzen hier bei dem Modell die zwei Otto-Partikelfilter und Katalysatoren entsprechend. Wenn man jetzt sagt, man tut die Downpipes tauschen, dann kann man praktisch dieses komplette Paket nehmen und einmal raus und dann entsprechend neue Downpipes rein. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder man geht auf, sagen wir mal, nur den OPF raus, dann hat man immer noch Katalysatoren drin. Je nachdem, was dann für welche 200 Zeller Metallcuts oder wie auch immer. Ist auf jeden Fall schon eine deutliche Verbesserung, weil man muss sagen, der OPF tut extrem viel rausdämmen von dem Ganzen. Ihr werdet es ja wissen von den ganzen Vergleichstests und was auch immer, wo ihr dann OPF-Modelle gegen Non-OPF-Modelle, das macht einen riesen Unterschied. Vor allen Dingen live, auf Kamera ist es nie so extrem, aber live macht es einen riesen Unterschied. Gerade so was dieses, ich sag mal, dieses brutale oder dieses bisschen dreckige Grotze angeht. Da macht es einen riesen Unterschied. Sprich, wäre Variante 1 wäre das. Variante 2 wäre, man baut um auf Catless, was ja schon mal eine ganz wilde Nummer ist, würde ich mal sagen, weil dann ist einfach nur straight durch. Und Variante 3 wäre ja gewesen, man lässt so, aber das ist eigentlich die Variante, die kommt gar nicht in Frage, würde ich mal sagen. Also man muss auf jeden Fall was machen, dass da ordentlich Sound rauskommt. Wie gesagt, wenn man die Downpipes tauscht, hat man mit einem relativ kleinen Aufwand vom Geld einen relativ großen Output. Und das werden wir uns heute mal gemeinsam anschauen, was da rauskommt. Und zwar verbauen wir heute Catless Downpipes, also einfach einmal nur loses Rohr und durch geht's. Und der Rest bleibt von der Abgasanlage original. Sprich, wir haben nach wie vor die ganz normale Verrohrung ab den Downpipes nach hinten mit der normalen Audi-Abgasanlage. Aber ich denke, das wird einen brutalen Unterschied machen. Das werden wir uns jetzt mal anhören. Einmal hier noch im Serienzustand, wie sich das anhört und dann nachher mit den Catless Downpipes. Also viel Spaß. Schwingst du aber nach hinten jetzt Serien-Abgasanlage, Serien-Downpipes. So, da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben und darum kümmern wir uns jetzt. Ihr kriegt jetzt noch einmal ganz kurz zwei, drei Vorbeifahrten, weil unter Last und wenn man fährt, geht die Klappe nämlich auf und dann kommt schon etwas mehr raus und das hören wir uns noch mal ganz kurz an, bevor wir jetzt die Downpipes umbauen. Da steht das gute Stück und es geht schon los. Wir fangen schon mal an mit der Demontage. Ist schon was freigelegt. Hier sieht man es auch schon mal ganz gut. Die zwei Riesenpakete kommen jetzt erstmal raus. Und dann kommt da was deutlich Schlankeres rein. Aber das schauen wir uns gleich mal gemeinsam an. Das sind entsprechend die Downpipes, die jetzt reinkommen. Ihr seht, gar nichts. Und hier auch gar nichts, so wie es sein muss. Und hier entsprechend die Anschlüsse. Ne? Wie gesagt, das haben wir uns ja schon mal angeguckt, als wir die bei Marcel abgeholt haben. Schweißen die sind natürlich echt und fliegt. Sieht wirklich top aus von der Qualität her. Ich bin mir auch sicher, die werden super, super gut passen. Aber das können wir euch berichten, wenn wir dann die ganze Sache drin haben. Hier seht ihr auch vom Flow her, wie schön die geformt sind. Das hatten wir auch letztes Mal schon angesprochen. Ne? Ist natürlich kein Vergleich zu den Originalen, wo ihr praktisch dann die Abgase, wenn die aus dem Turbolader rauskommen, direkt wie gegen eine Wand fahren. Gegen den OPF, gegen den Cut. Hier entsprechend schön auf den originalen Turboladeranschluss drauf und dann trichterförmig nach unten rausgeformt, dass das flowtechnisch mega sein wird und mit Sicherheit auch klangtechnisch.
So Leute, vorne wird ganz normal weiter gemacht an den Downpipes. Ich dachte mir, wir schauen uns einfach mal hier die Abgasanlage generell an. Wir stehen jetzt hinterm Auto, ihr seht hier auch, die kommt zweiflutig aus der Abgasanlage, aus den Endrohren raus. Und ich würde sagen, wir schauen uns das einmal von unten an und fangen mal vorne an. Hier vorne entsprechend kommt ja von den Downpipes runter, das habt ihr ja vorher von oben gesehen. Dann geht es erstmal durch, Rohr, Rohr, Rohr. Hier kommen zwei, sag ich mal, Kammern, sehen aus wie Mittelschalldämpfer. Allerdings habe ich da mit Marcel mal drüber gesprochen, der meinte, das wären nur Attrappen. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das wirklich nur Attrappen sind oder nicht. Tendenziell sieht es aus wie ein Schalldämpfer. Wenn es keiner ist, ist es keiner. Naja, schauen wir mal weiter. Dann geht es hier ganz normal zweiflutig weiter. Und hier kommt jetzt wirklich ein Mittelschalldämpfer. Also hier haben wir einen Mittelschalldämpfer, da gehen die Abgase auch immer durch. Egal, ob eine Klappe offen oder Klappe zu. Wird also hier etwas gedämpft, was ich auch für positiv erachte, wenn man jetzt Catless fährt. Ne? Dass wenigstens ein wenig Dämmung da ist und ein wenig gedämpft wird, weil sonst ist es wirklich sehr, sehr laut. Hier geht es auch zweiflutig weiter und in den Endschalldämpfer. Und hier ist es beim RSQ8 so, dass, wie ihr seht, die Abgase immer in den Endschalldämpfer eingeleitet werden. Nicht wie bei verschiedenen anderen Modellen, wo es dann so ist, dass die bei Klappe offen zum Beispiel daneben gehen oder aneinander vorbei an dem Endschalldämpfer. Hier ist es so, die werden auf jeden Fall hineingeleitet. Hier oben haben wir dann, Moment, ich zeige es euch, die Klappe sitzen. Sprich, das heißt, wenn Klappe offen ist, können die Abgase durch beide Stränge, durch diesen beiden Stränge und auf der anderen Seite durch diese zwei Stränge entsprechend entweichen. Wenn die Klappe geschlossen ist, wird praktisch dieser Strang, sprich der äußere, zugemacht und die Abgase wandern durch mehrere verschiedene Bereiche im Dämpfer und gehen dann nur durch das innere Rohr raus. Und zwar zeige ich euch das mal von hinten, sprich bei Klappe zu, nur aus dem Rohr, bei Klappe auf, entsprechend aus beiden. So sieht das Ganze aus und ich bin jetzt echt sehr gespannt, wie sich das Ganze gleich anhören wird, wenn wir mal mit den Downpipes weiter sind und die entsprechend mal drin sind. Also Leute, hier haben wir entsprechend die Downpipes, einmal mit Cut und mit OPF entsprechend. Die sind jetzt noch heiß, weil ich natürlich perfekt durchdacht die Soundaufnahmen, die wir gesehen haben, habe ich ja gerade eben gemacht, eine Sekunde bevor wir reingefahren sind und entsprechend die Downpipes rausgemacht haben. Die sind also noch knackig heiß, das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt schauen wir uns das einmal ganz kurz an. Also ihr seht ja, hier ist entsprechend der Flansch, wo es vom Turbolader-Abgasgehäuse dann entsprechend rausgeht. Und hier direkt in den Cut rein. Ist jetzt hier ein Keramik-Cut, das sieht man natürlich an der Struktur, sage ich mal. Und wenn man jetzt hier mal guckt, das ist entsprechend der Cut und dann kommt hier hinten der OPF nochmal fetter. Ne? Ich kann jetzt einmal durch die Anschlüsse einmal etwas reinleuchten, dass ihr mal seht, wie das aussieht. Ich hoffe, du kriegst das drauf. Genau, und jetzt machen wir einmal reinzoomen. Das ist auf jeden Fall die Struktur oder die Oberfläche vom OPF. So sieht es aus. Den ganzen Bums, den schmeißen wir jetzt raus. Die entsprechenden Anschlüsse nehmen wir noch mit. Und dann kommen ja hier unsere schönen leeren Downpipes rein. Und da kann man wunderschön durchgucken. Natürlich durch den Bogen kann ich jetzt leider nicht durchgucken, aber ist auf jeden Fall schön frei. Und damit würde ich sagen, hört sich das deutlich, deutlich besser an. Wir haben es jetzt so gemacht von der Montage, dass wir die von oben demontiert haben. Turbolader sind drin geblieben. Man musste oben noch eine Strebe wegmachen, aber ansonsten hat es gepasst. Die werden jetzt deutlich besser reingehen, weil die sind natürlich vom Volumen, von der Größe her deutlich, deutlich entspannter. Und dann würde ich sagen, filmen wir noch kurz den Einbau ein bisschen und dann hören wir uns das Ganze mal an. So Leute, ich dachte, ich zeige euch das noch einmal ganz kurz. Die Downpipes sind drin und wir schauen einmal gemeinsam kurz drauf. Ihr seht jetzt schon, wie luftig das Ganze ist. Ne? Vorher mit dem OPF und mit dem Cut waren ja hier solche Trümmer drin. Jetzt ist es so, mit den MH-Pipes, Downpipes von MH-Pipes, so kann man es richtig sagen, sieht man hier sogar komplett das Getriebe und es ist auf jeden Fall deutlich mehr Platz. Jetzt würde ich sagen, wir hauen die Verkleidung drauf und dann hören wir mal rein. Und ich bin mir sicher, das wird sehr, sehr, sehr krass werden. Bis gleich. So Leute, Downpipes sind drin, Auto ist wieder draußen und beim Raushören haben wir schon den kleinen Vorgeschmack bekommen und den werde ich euch jetzt auch nicht vorenthalten. Ihr kriegt jetzt einen kleinen Vorgeschmack, wie sich das Fahrzeug anhört mit Catless Downpipes. Ich muss dazu sagen, den richtigen finalen Soundcheck kriegt ihr, wenn wir die Software machen, weil natürlich müssen wir jetzt die Software machen, wenn OPF-Cut entsprechend fehlen, würde natürlich die Motorkontrollleuchte angehen. Deswegen Software machen wir und dann kriegt ihr den richtigen Soundcheck, wenn der Limiter praktisch im Stand raus ist und alles schön programmiert ist. Jetzt gebe ich euch den kleinen Vorgeschmack. Ja.
hört sich schon männermäßig an, ne? Und das ist ja noch mit Limiter. Dann würde ich sagen, die ganzen Fahraufnahmen und alles andere seht ihr im nächsten Teil. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Schreibt gerne mal drunter, was ihr denkt, wo wir hier hinkommen mit der Leistung, ne? Weil wenn wir Software machen, machen wir gleich Leistung. Was denkt ihr, was der RSQ8 an Leistung drücken würde? Wie viel PS, wie viel Newtonmeter? Schreibt es mal unten rein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Perfect.